So, weiter. Wir brauchen noch ein paar Buffs. Und zwar die da. Und die da. Warum ist die Karte hier so komisch, die unser magisches Auge uns zeichnet? Hm. Das sieht... Oh, Gold. Zing, zing, zing. Zing. Hm. Ein Indoor-Pool. Aber sonst ist hier nichts. Hm. Ich hätte jetzt irgendeine riesige Kreatur erwartet, die da im Pool hockt und... Naja. Das heißt, es war wirklich so, wie ich dachte. Da geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt also da runter und links rum. Haben noch ganz viele Medusen auf der Rampe, die wir töten können. Und danach Richtung Osten weiter. So, dich, dich. Wir töten die auch wirklich alle, damit wir zwischendurch besser schlafen können. Nicht, dass irgendwo irgendeine Medusa überlebt und wir dann zwei Etagen tiefer nicht deswegen schlafen können. Das wäre ärgerlich. Das tut irgendwie weh. Danke schon. So, das ist die Rampe hoch zurück in den Bereich, wo wir eben hergekommen sind. Das heißt, hier müssen wir eigentlich gar nicht hin. Platt. Jetzt, wo ich es einmal wirklich bewusst gehört habe, höre ich es immer wieder. Also, Talanas Spruch da. So. Oh, und hier links haben wir ganz viele blaue Gegenstände, die hoffentlich gut sind. Wahrer Intellekt. Können wir das wirklich brauchen? Ein grausamer Speer. Langsam kommen die guten Sachen. Also es ist nicht so, dass überall im Dungeon einfach nur schlechte Sachen positioniert werden. Das hängt wirklich davon ab, wo wir sind im Dungeon. Und ich höre Behemoths. Die wieder feststecken. Oh, du nicht. Du steckst anders fest. Ach ja, das ist ein Teil des Spiels, den ich nicht so toll finde. Dass Zauber ab und an der Wand stecken bleiben, dass Gegner an der Wand stecken bleiben. Sowas halt. Das heißt, man kann sehr viel davon ausnutzen. Auch wenn das Ganze dann dadurch noch einfacher wird. So. Stopp. Was haben wir hier? Brauchen wir wirklich noch so eine Regner Krummsäbel, 590 Gold. Können wir das wirklich brauchen? Arcana Stab des Blasters. Das klingt mal abgefahren. Benutzt mal. Ah. Macht nicht besonders viel Schaden, aber macht wohl Flächenschaden. Wing, wing, wing. Also entweder sehe ich nicht die ganzen richtigen Schadensanzeigen oder der Stab ist doof. Machen wir so. Ah, eine Sackgasse. Aber unten auf der Karte, auf der Minimap oben rechts, sehen wir noch was, wo es weitergehen könnte. Wie auch immer man da hinkommt. Und hier soll ein Gegner an der Wand sein. Okay. Sehr komisch. Na gut, töten wir dich. Gehen dann zu dem Weg da unten rechts und hoffen, dass wir da irgendwo an das durchgeglitschte Monster kommen. Also hier rum, hier rum, hier rum. Und hier über sowas wie eine Brücke aussieht. Oder eine Rampe. Wo die ganze nördliche Wand nicht eingezeichnet ist. Oh, ruckel, ruckel. Und ganz viele Behemoths. Oh, warte mal, da kann Lay ihren Ding jetzt wieder auspacken. Gut. So. Und Quatsch. Du
den abwählen. Alles klar. Oh, eine Goldader. Oh, Hilfe! Autsch. Das war gemein. Und ein wenig nachlässig meinerseits. Au, 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 au. Ja, 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 ja. Oh nein. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Du, Gerogon, es ist deine Stunde gekommen. Heil Lei. Genau dafür bist du ein Paladin geworden. Und nicht ein Krieger. Wobei im Nachhinein wahrscheinlich ein Krieger die wesentlich bessere Wahl gewesen wäre. Weil das Aufheben von Lei können wir mit dem Heiltrank machen. Da braucht man nicht einen Paladin für. Und da hätten wir richtig viele Punkte gespart. Na, also die alle könnten wir wegsetzen und dafür könnten wir dann Schwerter auf Großmeister bringen und Platte auf Großmeister, was er nicht kann, und Waffenmeister auf Großmeister. Ja. Also ich mag die Paladin-Klasse nicht mehr in dem Spiel. Oh, das ist ein ganz schönes Gewusel an Gängen da vorne. Ist die gleich mal tot? Ja. Zing, 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 zing. Zauberpunkte sind gleich leer. Ihr wart alle angeschlagen. Jo. Okay, was haben wir hier? Wir haben Gold. Können wir das wirklich brauchen? Ein Handschuh der Geschwindigkeit für 1800 Gold. Eine Sackgasse, die nicht eingezeichnet ist. Ein Weg nach rechts mit Medusen, dann Weg nach Norden zu einer Art Schatzkammer. Naja, Schatzkammer ist übertrieben. Erdresistenz. Also es ist immer noch nur ein Weg, den wir gehen können. Nämlich hier lang. Oh, da unten im Wasser ist noch ein Gang. Aber ich glaube, den überrede ich erstmal. Das wird bestimmt nur wieder ein Gang sein, um, falls man runterfällt und keinen Sprungzauber hat, wieder rauszukommen. So. Oh, Entscheidungen. Hier. Wobei das auch aussieht wie eine Sackgasse. Aber eine Sackgasse, wo was drin sein könnte, also. Ah, es ist gar keine Sackgasse. Ein ziemlich langer Tunnel, der immer weiter nach unten führt. Kein Problem. Das heißt, jetzt könnten wir wirklich demnächst da ankommen, am Anfang, wo ich die Gegenstände im Osten gesehen hatte in der Wand. Also im Eingangsbereich von diesem Kartenstück. Eine Heilung bitte. Wow, da sind sehr viele Behemosse. Behemossi. Große Dinge. Können wir das wirklich brauchen? Ah, kommst mit. Kommst mit. Brauchen wir wirklich noch so ein Albern? Kommst mit und es verkauft. Weil ich bin nicht mehr so wirklich ein Fan von den Stäben. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Lass mich raus. Oh, neues Licht bitte. So. Ich glaube, ich mach mal kurz einen Durchbruch, um zu gucken, was hier hinten noch so ist. Kleinkram können wir ja töten. Das ist alles Gold, auch wenn wir jetzt schon wieder bei 60.000 sind. Das ging ganz schön flott. Oh. Das sind auf unseren Fersen. Noch mehr große Jungs. Ach, der bist alleine. Den krieg ich hin. Das tut irgendwie weh. Nichts geht so. Über einen guten Kampf. Du bist auch alleine. Dann bist du jetzt auch tot. Alles klar. So, wo sind wir auf der Karte? Wir sind... Wow. okay, da kamen wir rein. Hier hatten wir uns gewundert, was rechts ist. An blauen Gegenständen. Und das werden wir jetzt schon eingesammelt haben. Und hier sind noch tierisch viele Abzweigungen, wo wir nicht drin waren. Aber gut. Ich will weiter durchbrechen. Was bist du? Ich würde gerne helfen. Eine Axt. Gold. Oh, da hinten ist ein Ausgang. Lei, wie alt bist du inzwischen? 85. Einmal geht noch, mit etwas Glück.
So, 95, das ist doch kein Alter. Warte mal, du zaubern, wechseln auf Prisma. Schon fertig. Du zauber, wechseln auf Prisma. So. Kleinkram ist tot. Zauber wieder zurückwechseln auf Säurestrahl. Das tut irgendwie weh. Na, du kannst Prisma noch kurz behalten. Das tut irgendwie weh. Also lay. Müssen wir immer so gucken, dass wir ein, zwei mehr erwischen. Oh, und eine Heilung wäre schön. Heilung, Heilung, Heilung. So. Du, kein Standardzauber mehr und Gruppenheilung. Das tut irgendwie. Warum kriegst du von diesen ein, zwei Medusen so viel? Oh, Schaden. Heilt mich mal jemand. Du, Heilung. So. Endlich mal Ruhe hier. Die Medusenkönigin hat irgendwie durchgehend geschossen und dementsprechend Schaden verursacht. Und da steckt wieder irgendwo irgendjemand in der Wand. Also hier eine Medusa. Ärgerlich sowas. Na gut, wir haben jetzt den Durchbruch geschafft. Wir können da hinten raus. Und das ist das Wichtigste. Denn ich bin schon gespannt, wie das Land der Riesen so aussieht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Also, unsere Helden sind gespannt. Ich dürfte es ja schon mal gesehen haben. Können irgendwann. Wir das wirklich brauchen? Und das ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß. Und es ist... Oh, ist doch nur Ausgang. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Lasst uns... Oh. Okay. Ihr erhaltet eine telepathische Nachricht. Meine Herren, mein Herr ist Archibald Ironfist, den manch einer kennen dürfte aus Heroes of Might and Magic. Ihr habt vielleicht von mir gehört. Ich bin der, der vor kurzem der Herrscher über die Grube war. Nach meinem Rücktritt fühle ich mich nicht länger von Staatsangelegenheiten beeinträchtigt. Ich weiß, dass wir Gegner waren, aber ich bin gezwungen, euch um Hilfe zu bitten. Im Gegenzug glaube ich, dass ich euch auch helfen kann. Mit Hilfe der Apparate, die sich in meinem neuen Labor befinden, habe ich herausgefunden, dass mein Bruder Roland, der Ehemann von Königin Katharina von Elrassia, noch immer von den Teufeln in ihrer abstoßenden, Behausung gefangen gehalten wird. Mir ist so unwillkommen, dass ihr auf dem Weg seid, um sie zu bekämpfen. Diese Apparate sind wirklich wundervoll. Und ich will sicher sein, dass ihr erfolgreich seid. Mein Bruder hat den Schlüssel zu der Kammer ihres Anführers gestohlen und ihn in dem Käfig versteckt, in dem sie ihn festhalten. Bitte rettet ihn. Nicht einmal ich kann es ertragen, meinen Bruder in solchen Qualen zu wissen. Um euch ein wenig zu helfen, biete ich euch diese Waffen an. Mein treuer Diener Piridakt hat sie gefunden. Unter dem persönlichen Besitztümer meiner Berater. Ich hoffe, sie hilft euch. Und damit sind wir jetzt von Fantasy nach Science Fiction gerutscht. Wo auch immer der Blaster jetzt gerade ist. Hier, ein Blaster. Waffe der Alten. Es ist eine Laserpistole. Leider brauchen wir erstmal einen Skill dafür. Aber jetzt, wo wir die Waffe haben, können wir den Skill auch lernen. Wir haben ihn nämlich noch nicht. Nee, okay. Und irgendwie sind alle müde. Sollten wir mal ganz kurz schlafen. Das da. Das da. Wir wollen fliegen. Denn hier werden bestimmt ganz schön garstige Kreaturen rumhausen. Hätten wir noch gar nicht aggressiven. Was steht denn hier Schönes? Tot, tot, tot. Ja, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Gucken wir jetzt mal hier lang. Und zu dem Haus, was hier einfach so auf dem Hügel steht. Erdresistenz. Irgendwas Resistenz. Oh, Titan. Das Haus ist sehr komisch hier. Waffenmeister, Großmeister. Ich hätte eher gern einen Lehrer für einen Blaster, aber na gut, man kann nicht alles haben. Was machst du?